Wir haben ja auch jedes Mal im Oktober natürlich vor Mitgliederversammlungen kommen dann immer wieder diese Zahlen in die Zeitung. Wie gesagt, wir haben Mitgliederversammlung Ende November, dann werden wir unseren Mitgliedern die Zahlen präsentieren. Das ist auch nichts Spektakuläres. Es ist auch, also wenn das ein Fass ist, was wir aufmachen, dann ist es aber ein klitzekleines Fass. Also das kann ich, glaube ich, alleine trinken. Ist doch klar, dass wir hier nicht auf einmal mit Millionenbeträgen im Plus hier rausgehen, sondern dass wir einen Kurs haben, der im Aufsichtsrat abgestimmt ist. Und der wird auch durchgezogen und der ist auch völlig in Ordnung. Deshalb will ich da momentan überhaupt nichts Großartiges dazu sagen, sondern wir haben alles im Griff, das ist alles in Ordnung. Ja, das eine ist natürlich immer Plan, was du versuchst umzusetzen. Ich rede jetzt mal nur vom sportlichen Bereich, aber es sind natürlich immer wieder Unwägbarkeiten, die du wieder umgehen musst und wo du wieder nachlegen musst, wo du, wie gesagt, wichtig ist, dass wir einen finanziellen Konsolidierungskurs haben, der sich jedes Jahr auch verbessert. Das ist das Entscheidende. Und alles andere ist sehr, sehr gefährlich, weil auch immer verbunden mit indem du deinen sportlichen Bereich ein bisschen schwächst, wenn du zu hart an dieses Thema rangehst. Und das versuchen wir. Das gelingt manchmal sehr gut, manchmal gelingt es eben weniger gut. Und trotzdem, wir sind da an sich voll auf Kurs. Aber es war ja wohl klar, dass wir jetzt dieses Jahr da nicht komplett schon in den positiven Bereich gehen, ohne dann vielleicht auch Leistungsträger abzugeben, die uns richtig wehtun. Und das ist immer dieser schmale Grat, auf dem wir uns bewegen. Und nochmal, das ist alles, das ist nicht schön, ja, da sind wir nicht zufrieden mit, ganz im Gegenteil. Aber das ist aber auch nicht so, dass wir hier den Kopf in den Sand stecken müssen und wie gesagt, so einen Riesenfass aufmachen müssen. Das ist definitiv nicht.